Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge hier bei Kettle und Cops. Ja, ich hatte mal schon angefangen, aber das Mikrofon war zu weit weg und deswegen haben wir mal von vorne angefangen. Ja, ich hatte mir schon den Gerät gekauft zum Teller. Den hat man ganz kurz zur Bremse. Und zwar dieses gute Stück. Köckerling Rebel Classic 520. Die Arbeitsbreite, breiter gibt es nicht zurzeit. Und das würde ich nun machen und auf dem Feld die Arbeit erledigen. Tja, ich hatte ganz kurz mal auch ein Problem gehabt mit Gas geben. Das Füße wollte nur bei Bremse Gas geben und bei Gas geben bremsen. Gut, jetzt geht es wieder richtig rum. Warum das genau war, weiß ich auch nicht, aber ist halt so, ne? So, da sind wir da. Da haben wir es, gute Trick. Das ganze Bild flackert ein bisschen, aber liegt aber jetzt am Spiel, nicht an meinem Rechner. Das hat er schon immer gemacht. In dieser Zeit. Ob das vom nächsten Update behoben wird, so, weiß ich nicht. Nehmen wir an, ne? So. Machen wir so mit der Tastatur. Oh. Angehängt bisschen brutal. Hoffentlich hat kein Schaden gehabt, ne? Wär schlecht. So, wir fahren jetzt unserem Feld. Fangen wir ein Feld an. Nächste Feld. Ich überlege mir schon, ob ich nicht das Pflügen machen lasse. Ich kann kein Fahrzeug mehr gucken. Ob da nicht jemand einstelle für ein, zwei Tage oder für einen Monat. Aber wir haben ja vieles reinzumachen. Ne? Ist ja Kosten. Ist ja eine Kostenfrage, ne? Aber erinnert sich. Oder das ist gut, ne? Rückwärts gucken ist. In dem Falle blöd, ne? Ja. Auf zum Feld. Mittlerweile kenne ich mir die Straße schon aus. Aber andere Wege führen auch zum Feld, ne? Ja. Irgendwann. Wenn wir da auch mal lang fahren. Also ich habe jetzt auch mal gucken, ob das funktioniert mit Schaltung an sich. Ich glaube, das geht nicht. Das wäre zu. Naja. Gut. Mach sein, das geht. Merkt man nichts davon, ne? Weiß ja nicht, ob man einen neuen LS auch mal eine Schaltung kommt. Als Option. Keine Ahnung. Könnte eigentlich Longitech sponsoren, ne? Die wollen ja auch was verkaufen, ne? Aber echt Autorennen mit Schaltung machen, wäre glaube ich nicht mein Fall. Obwohl ich kein Autorennen fahre, muss man dazu sagen. Das wäre jetzt zu viel auf einmal, wenn was Neues beginnt. Ups, das ist die verkehrte Richtung. Oder? Das war schon richtig. Wir müssen über die Kreuzung. Ja, hier sind so viele Straßen und Wege. Nach einer Woche. Oder fast zwei, eine Woche und ein Tag. Ich habe ja ein bisschen nebenbei was anderes gemacht. Ich versuche hier mal ein Projekt immer am Stück fertig zu machen. Versuche jedenfalls, klappt nicht immer, aber ich habe nur Freitag Reserve, ne? Und Samstagvormittag schon bearbeiten, geht auch noch.
Wenn ich einige Folgen hochlade, kann man nebenbei bearbeiten. Das finde ich ganz gut, das klappt. Schafft der Rechner. Jetzt habe ich also so ein Digitalzähler gekauft für Stückgebrauch. Leistung für aktuell habe ich eine Leistung für zwei Rechner für 870 Watt. Boom. Muss ich mal testen, wenn es nur ein Rechner ist, wie viel das dann wäre. Aber das kommt ungefähr hin, ne? Oh, schon angekommen am Feld hier. Ja, hier arbeiten wir auch wieder mit Tempomat, ne? Wir werden mal so fahren, oder wenn man da drüben ist eine Straße, das ist. Ich fang unten mal an. Unten ist auch ganz schön. Ja, Teller, ne? Teller ist gleich auch ein langer Prozess, ne? Also ja, Gruppen bei normalerweise, also wer bei LS 18 km/h. Ich habe da noch nie eine Schaltmerk genommen. Hat ja so keine Funktion. So, mal gucken. Weil da ist ja eher so. Ja. Bremse. Erstmal das Blutstück ausklappen. Mit X. So. Automat. So, dann mal gleich ein bisschen einstellen. In die andere Richtung. Sechs Zentimeter. Guck mir das 20 normalerweise. So. Was ist da jetzt anders? Um 10 macht er, okay, na gut. Um 10. Aber jetzt ist es müssen wir hier den Strich anpassen an der ersten Kante. So leicht drüber ruhig und dann so muss das passen. Fahren wir ran. Bremse. Nochmal rein. Oder mit O aktivieren. Tempo, also die Kontrolle des Lenkrad. So. Bös. Wir fahren mal los mit dem Rad, ne? Macht er 10 km/h. Das sind eher die Zauns von Gruppe auch, ne? Also das soll 5 Meter sein. Ist das wenig. Ja, das ist Gruppe, ne? Also Tellen. Man kann ja hier ein bisschen gucken auf der Saat. Es sieht da noch kein Grünzeug, was da wächst, ne? Könnte ja auch sein, dass man gerade nicht mal so programmiert ist, ne? Keine Ahnung. Jedenfalls. Man hätte auch direkt flügen können, theoretisch, ne? Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das richtig wäre. Zack, ist noch voll. Passt. Also drei Viertel voll. Wir werden nicht so strikt mit ein bisschen mehr fahren an Geschwindigkeit. Erst zum Schluss sind wir nicht ganz optimal, ne? Aber gut, ja, egal. Geht schon. Der Rechner kocht. Brr, machen wir Pferde, ne? Oh. Ich glaube, früher haben sie nicht gezählt mit dem Pferd. Da haben sich die Arbeit gespart. Weil es ja gar nicht machbar war, in Anführungszeichen. Ne? Also vielleicht weiß ich nicht, ob sie gezählt haben früher. Ich weiß nicht, was sie flügen, auf jeden Fall. Aber Tellern? Weiß ich nicht. Es aktiviert, oh ja, und Gas geben. Jetzt haben wir geschaltet auf. Ja, hier ist schon wichtig, dass man mit GPS fährt, kann man sagen.
Das ist halt, man hat halt die optimale Arbeitsbreite und man macht nichts umsonst, ne? Oder zu viel. Oder beides. Oder zu wenig. Wo man nacharbeiten muss. So wie da rechts. Aber gut, am Rand ist eh nicht ganz optimal. Also kantig, ob das so nicht so anders machbar ist, keine Ahnung. Ausbaufähig, würde ich meinen. Rein optisch gesehen, ne? Klar, wenn das Feld jetzt eckig wäre, dann wäre es nicht so dramatisch, aber so ist es mehr so Kästchenform, ne? Ich würde sagen, geprixelt. Da wäre eine feinere Auflösung vielleicht besser. Vielleicht. Das ist aber eine Frage, was dafür Ressourcen kostet, ne? Am Rechner, ne? Von Performance und so, ne? Ob das dann wirklich Sinn machen würde. Das ist die gute Frage. Einstellen, guck mal, ob man einstellen konnte. 20 Meter sind möglich. Also flügen, glaube ich, werden wir entweder gar nicht, also rein optisch. Bremse. C. Mal gucken mal. Was sagt der hier, ne? Gut, mit Alt kommt nichts. Ja, sauber. Ein bisschen Stroh zu sehen, ne? Rein optisch. Das meinte ich hier, die Kante hier. So. Unser schöner Sämaschine hat auch noch eine Gruppe, ne? So. Guck mal, wie ein Allrad. Das war Bremse. So, Allrad habe ich euch angeschaltet. Und jetzt wollte ich mal gucken. Da gibt nicht viel einzustellen, ne? Nur ausklappen, das passt. So, V. Und Gas geben wir, Gas. Ich dachte, wir könnten mal ein bisschen einstellen, Tiefe, die Arbeitstiefe. Und man sieht, das ist nicht ganz sauber, oder? Das ist halt dann so, ne? Das GPS ist eingestellt. Dann warte ich an, dass es klappt. Oder die Arbeitsbreite ist nicht optimal. Ja, meistens denken wir am Anfang so gewesen. Schalte ich aber auch nicht optimal auf Kurs. Aber unsere Seemaschine hat ja auch noch einen Grupper dran, ne? Von daher wird das weggehen. Ja, aber lässt mich sagen, mach mal Hilfe und wir kümmern uns um andere Sachen, ne? Aber andere Sachen haben wir auch noch nicht. Tiere und so. Bei Tiere wüsste ich jetzt auch nicht genau, wie wir das am besten machen könnten, weil die müssten ja eigentlich jeden Tag gefüttert werden, ne? Und das wird ja mit Schlafen schwierig, ne? So, Gas geht mal, Gas. Das mal euch entlaufen lassen. Ja, die Biogasanlage. Ja, irgendwann werden wir mal ganz groß Mais machen, aber zur Zeit, da brauchen wir auch neue Geräte für. Den Häcksler könnte man sicherlich ausleihen. Aber die Sämaschine muss man schon kaufen. Und mal schauen, was wir an Gerät, also an Saatgut kaufen können. Ob speziell für den Winter Gerste gibt oder sowas. Wäre dann logisch, ne? Denn im Grunde wollte ich jetzt nachher, weiß ich jetzt, jetzt haben wir jetzt Ende August, doch so früh. Also November in den Dreh wollte ich mir
die Aussaat vornehmen und vielleicht noch mal schauen, dass wir da noch mal Gülle geben können oder Gärreste oder Klärwerk, also Klärschlamm kann man sagen, nicht? Als Grunddüngung für Stickstoff. Das Gerät halt ausleihen dafür, geht ja nicht anders. Wäre so eine Arbeit, die wir noch im Herbst machen könnten, als nach der Aussaat halt, ne? Ob wir halt schon eigentlich schon mit Dünger aussehen. Oder wir verzichten drauf. Wäre ja auch Quatsch, ne? Müssten du halt mehr düngen als mit letztem Mal, ne? Hat's mir noch nicht aufgeschrieben, von daher ist das jetzt schwierig zu sagen, wie viel es war. Aber ich könnte dir eine Folge angucken, ne? Aber welche Folge war es gewesen? So ungefähr. Das habe ich auch nicht im Kopf. Und das zu finden, ist aussichtslos. Vielleicht weiß einer im Kopf, was ich genommen habe. Ich glaube so um die 300, glaube ich. Dann müsste ich jetzt eine 450 nehmen, um ungefähr den Wert hinzukriegen, ne? Ungefähr. Und dann drinne? Jo. Am Gang geht das nicht. Also er lässt sich zwar programmieren, also nicht die Schaltung ein, also Taste Dings, Dings, 12 und so. Aber. Leichte Müdigkeit, leichte Schwäche. Weil die Nacht zum Montag sehr schlecht geschlafen, also diese Umstellung früh spät ist immer eine Katastrophe. Ja, und dann habe ich heute Nacht sehr lange und sehr tief geschlafen, ne? Gut, ich hoffe, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mal kurz reinschaut und mal einen Daumen oben lässt zum Beispiel. Ist kein Muss. Ist auch nur Hinweis in eigener Sache. Berühmten Algorithmus von YouTube, ne? Überlisten, Anführungszeichen. Oder anregen. War der im Prinzip vorgestern einen sehr hohen Aufruffaktor gehabt bei YouTube. Ja. Ist halt Erfolg von Likes und von fleißig schauen, ne? Ja, aber danke dafür. Ja, dann immer tschüss. Ciao. Und nochmal schönen Dank für das Reinschauen für heute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.